Croissant, ja, gut. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine kleine Sache, die ich vorbereitet hatte. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen und in ein Ding zu packen. Und danach tun wir dann noch ein bisschen jammen. Wir haben heute noch schon lange nicht mehr zusammen Musik gemacht. Vielleicht ergibt sich noch ein bisschen was. Und dann haben wir auch bald 21 Uhr. Ich weiß nicht, wer von euch, ich habe das auch nur bei Facebook gesehen, da gab es eine Titelzeile bei der Bild. Also ich sehe die eher nicht in live. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. So, ich weiß nicht, ob es jetzt ganz genau der Wortlaut ist, so nach dem Motto, wer kann Putin noch stoppen? Ich glaube, so in etwa. Habe ich auch gesehen. Ne, so in etwa war der Wortlaut. Und ich weiß nicht, da ist irgendwie das, was ich hier geschrieben habe, so aus mir herausgebrochen. Das ist die falsche Frage, nicht, nein, wer kann Putin noch stoppen? Und alle, die Bild-Zeitung lesen und diesen Mainstream-Beschiss glauben, der da aufgezogen wird, das ist die falsche Frage. Nein, wer stoppt dieses Lügen- und Kriegs-Rumreiten, diese Kriegstreiberei auf allen Fronten? Das ist die Frage. Wer stoppt ganz vorneweg die Presse, die zu vergessen scheint, dass wenn der Krieg hier ist, die Bomben auch eure Kinder zerreißen können? Das scheint er verpeilt zu haben. Wer stoppt die Politiker, die nicht mehr das Wohle des Volkes im Kopf haben, sondern Geld, Geld und nochmal Geld für sich und die Wirtschafts- und Bankensysteme? Wer stoppt die Wirtschaft, die nicht zu begreifen scheint, dass grenzenloses Wachstum in dieser Welt unmöglich ist? Wer stoppt das Geldsystem und ihre Herren, Privatbankiers, die durch dieses durch und durch unnatürliche Geldsystem mit seinem grenzenlosen Wachstum durch Zins und Zinseszins alle Betroffenen in einen ewigen Kampf verstrickt, der immer mehr Menschenleben fordert? Es geht immer weiter, es wird kein Ende nehmen, wenn es nicht so weitergeht. Kriege werden niemals für die Menschen geführt, sondern immer gegen Menschen. Geht ja gar nicht anders. Ja? So. Es wird, Kriege werden für Geostrategien, Wirtschaftsressourcen zu planen. Sie werden geführt, um die Macht zu erweitern. Und somit, wie soll ich sagen? Und so ist, Moment, genau. Also wer kann das Ganze stoppen? Das ist doch die Frage. Warum sind wir hier? Mit wer kann Putin stoppen? Es läuft auf so vielen Ebenen, läuft was falsch. Das ist ja jetzt nur eine kurze Aufzählung. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Wie stoppen wir, dass wir immer mehr Mist zu essen kriegen? Wie stoppen wir, dass die Menschen wieder vernünftig leben können? Wie stoppen wir, dass die Menschen wieder anders miteinander umgehen? Wie stoppen wir, dass Geld nicht mehr so viel oder mehr wert sein kann als Menschenleben oder Lebewesen? Und somit sind, glaube ich, die Einzigen, die das stoppen können, wir selbst. Es liegt in unserer eigenen Verantwortung, in einer globalisierten Welt. Wir verheizen hiermit die Ressourcen für die Kriege auf anderen Kontinenten geführt werden, als gäbe es drei Planeten. Ja? Wir sind das, ganz vorne mit weg. Und wir liefern die Kaufkraft und die Lebenszeit, die das System erhalten, weil wir allen Scheiß kaufen, weil wir uns einreden lassen, dass wir das alles brauchen. Dafür werden Kriege geführt, weil wir es kaufen. Würden wir es nicht kaufen, bräuchte doch keiner irgendwo nach Afrika und die Ölreserven anzubohren, wenn wir sie nicht so verschleudern würden. Ja? Es liegt an uns, durch unser Tun, durch unsere Entscheidungen. Und es gibt ein paar Sachen, die wir selbst tun können, es gibt ein paar Sachen, die wir fordern können. Und ich hoffe, ich spreche da auch im Namen von einigen anderen. Wir fordern ein gerechtes, faires Geldsystem, damit die Menschen nicht mehr gegeneinander kämpfen müssen, überhaupt überleben zu können. Wir fordern ein Wirtschaftsmodell. Wir fordern Wirtschaftsmodelle, die nicht mehr die Ressourcen ausbeuten. Das muss man nicht neu erfinden. Der Begriff Cradle to Cradle, ich weiß nicht, ob das jemand ein Begriff ist. Das ist ein Wirtschaftskonzept zu Wiege, wo von Anfang an berücksichtigt wird, dass alle verwendeten Materialien entweder nachher nochmal verwendet können oder vollständig kompostiert werden können. Und es wird noch so gebaut, dass es lang hält, dass es nachhaltig ist. Ja?
diese Ansätze sind da, aber die Wirtschaft sträubt sich dagegen, weil was habe ich davon, wenn auf einmal Kreisläufe entstehen, dass ich nicht mehr alles neu entwickeln und verkaufen kann, entwickeln muss und verkaufen kann. Und wir fordern ein Wirtschaftssystem, in dem die Menschen einfach fair und Menschen, wie soll ich sagen, menschenwürdig miteinander umgehen. Da hatte ich eigentlich noch einen extra Vortrag, aber der ist ein bisschen zu lang. Auch hier gibt es bereits Lösungen. Also wir stehen nicht nur da und fordern, dass sich alles ändert. Wer von euch kennt die Firma Semco? Wer hat davon schon mal gehört? Ein paar sind dabei. Nee, nicht in Enstorf, die da sind in Brasilien. Fast. Also das ist eine Firma, die Glas herstellt und Produkte aus Glas und so weiter. Das Besondere ist dabei, ich bringe es nur mal auf so ein paar Sachen auf den Punkt. Also es ist eine Firma, die es schon seit über 20 Jahren gibt. Das Unternehmen von Inhaber Ricardo Semler hat angefangen mit 35 Millionen, hat trotz aller Krisen auf 220 Millionen den Umsatz gestärkt. Und das bei einer Fluktuationsrate. Und da sollen sich mal bitte alle Chefs und alle, die einen Konzern leiten, festhalten, einer Fluktuationsrate, das heißt, wo die Leute immer wieder ausscheiden, von unter 1%. Und was machen die anders? Das ist eine Firma mit 3000 Mitarbeitern und die haben keine Personalabteilung. Die haben keinen Personalchef. Das sind alles Teams, die sich selbstständig organisieren, die selbst entscheiden, als erwachsene Menschen, wer bekommt wie viel Geld für seine Arbeit. Und vor allen Dingen, ich muss mal gucken, ob ich das Zitat gerade irgendwo finde. Genau. Das Zitat von Firmengründer hier, es ist völlig verrückt, diese Idee, dass die Menschen immer noch so fixiert darauf sind, wie etwas gemacht wird. Bei uns sagt keiner, du bist 5 Minuten zu spät oder warum geht dieser Fabrikarbeiter schon wieder aufs Klo. Wenn du dich bei Semco im Büro umsiehst, da sind da immer jede Menge leere Plätze. Die Frage ist, wo sind diese Leute? Und was sagt der Firmenchef? Ich habe nicht die leiseste Idee und es interessiert mich auch nicht. Ja, es interessiert mich in dem Sinne nicht, dass ich nicht sicherstellen möchte, dass meine Mitarbeiter zur Arbeit kommen und der Firma eine bestimmte Anzahl Stunden pro Tag geben. Wer braucht eine bestimmte Anzahl Stunden pro Tag? Wir brauchen Leute, die ein bestimmtes Ergebnis abliefern, mit 4 Stunden, 8 Stunden oder 12 Stunden im Büro. Sonntags kommen, montags zu Hause bleiben, es ist irrelevant für mich. Warum wird dieses Modell seit über 25 Jahren nicht an den Universitäten gelehrt, wenn es um Ökonomie geht? Erklär mir das mal einer. So kann jede kleine Firma, es ist in jedem Bereich umsetzbar, ich lese das jetzt nicht komplett durch, das können wir ein andermal gerne machen, das ist jetzt ein bisschen lang. Aber auch dafür gibt es einen Lösungsansatz. Und jetzt muss ich mal gucken, wie es hier weitergeht. Genau. Wir fordern eine Regierung, die für die Menschen da ist. Denn falls das die Menschen noch nicht gerafft haben, wir bezahlen die. Die arbeiten für uns, nicht umgekehrt. Wir arbeiten nicht für die Regierung, die arbeitet für uns. Auch wenn das komplett verdreht ist. Deswegen fordern wir, dass sich auch da etwas ändern. Wir fordern darüber hinaus eine freie, objektive, aufs Verbinden statt aufs Teilen ausgerichtete Berichterstattung in den Medien, die wir bezahlen, die uns gehören. Ja? Und wenn den Forderungen niemand nachkommt, und ich persönlich glaube nicht daran, dass unsere Regierung oder die EU Frieden wollen, und auch kein Interesse an der Umsetzung der anderen Forderungen haben, dann setzen wir halt alles einfach Stück für Stück selbst um. Ja? Die Zeit ist dafür da, wie der Domme eben oder ein anderer schon gesagt, die bomben auch immer weiter, die machen einfach weiter und genauso fangen wir jetzt an, die Lösungen anzugehen. So. Bis sie uns irgendwann nicht mehr ignorieren können. Wir schweigen nicht. Wir tauschen uns aus und stellen Lösungen den Menschen vor und laden jeden ein, teilzuhaben. Wer bin ich wir? Und wann bin ich jetzt? Da möchte ich zum Abschluss ein Zitat sagen, ich sage es komplett.
Die größte Offenbarung ist die Stille. Wahre Worte sind nicht angenehm. Angenehme Worte sind nicht wahr. Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Und die Wahrheit kommt mit wenigen Worten aus, ein Zitat von Lao Tse. Und ich glaube, es gibt im Moment nur eine Wahrheit. Es gibt Zeit aufzustehen. Es wird Zeit aufzustehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen und ein menschenwürdiges Miteinander zu schaffen hier. Wenn sonst keiner macht, machen wir es. Danke euch.